Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ich teste am Anfang ein bisschen was mit einem komischen Teil aus, womit man steuern kann. Falls es nicht ganz funktioniert, muss ich zwischendurch wieder an die Tastatur gehen und bla, und ich fange einfach mal an. Aber gerade geht's eigentlich, aber es laggt. Aber ich habe sogar den Sprung noch geschafft, wenn auch nicht allzu... Naja, es war knapp, ein wenig. Geht's da runter? Ja, okay. Ich habe aber schon wieder nur 20 FPS und das geht mir ein bisschen auf die Hände. Warte, ich guck gleich mal. Frage ist, ja, da muss ich kurz hier und Optionen und Grafik. Das wäre eine gute Idee. Komm, gehen wir ein bisschen runter, wenn es geht. Geht das? Es laggt. Oh, es hat sich aufgehangen, natürlich. Ich hoffe, das geht gleich wieder. Hoffe ich. Hoffe ich wirklich. Hallo? Ach so, es ist gar nicht aufgegangen. Hä? Ach so. Oh Gott, ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgegangen, Mann. Leute, das könnt ihr nicht mehr übermachen. Aber ich frage mich, wie ich hier runterkomme. Kann ich gar nicht, oder was? Nee, kann ich echt nicht. Ach komm, Leute. Na egal, dann muss ich damit jetzt zurechtkommen erstmal. Okay, ja. Ja, aber es geht, wie gesagt. So halbwegs. Sollen wir kurz übergucken? Ja genau, hier habe ich Slide, gut. Und klettern wir einfach mal hier hoch. Ich kenne mich hier nicht mal unbedingt aus, fällt mir gerade auf. Das könnte ein Problem werden, aber ich krieg das schon hin irgendwie. Gehe ich mal von aus. Okay, ja. Muss ich vielleicht... Ja, genau so. Oder auch nicht. Dann halt hier zur Seite, meinetwegen, meinetwegen. Ich will mich hier nicht beschweren. Ja, okay, dann... Ja, doch, war anscheinend richtig. Ja. Ich weiß übrigens auch nicht, wie es mit Homeland weitergeht. Ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt einen Part aufnehmen kann. Weil ich habe es ja gestern in dem komischen Infovideo da gesagt und, ja. Ich bin in so einer komischen Dimension gefangen und kann mich da drin nicht mehr bewegen, auch wenn ich mich neu einlogge und alles. Deswegen hat es momentan ziemlich wenig Sinn, aber ich denke, es gibt da bestimmt irgendeinen Weg, dass ich da irgendwie wieder rauskomme. Hoffe ich jedenfalls. Wäre ansonsten, naja, nicht ganz so gut. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht seid ihr auch froh, dass ihr mich los seid. Kann auch sein, also ich könnte es verstehen, ne? Nein, aber... Wie gesagt, ich guck mal, dass ich heute wieder auf den TS gehe und da ein bisschen mit dem lieben Arvus rede und mal gucken, ob der irgendeine Lösung hat und so. Und wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Oder ich. Oder ihr. Könnt ihr euch aussuchen. Irgendjemand hat jedenfalls ein Problem wahrscheinlich. Und mir fällt gerade auf, was ich machen muss. Und zwar irgendwie sowas. Nur dass ich es gerade irgendwie falsch gemacht habe, habe ich das Gefühl. Ja. Verdammt nochmal, ich darf da ja nicht mal so damit. Ja, wirklich. Wow. Ich muss ein bisschen die Tasten gleich umlegen, habe ich das Gefühl, beim nächsten Mal. Oder kann ich das hier drin machen? Ich weiß es gar nicht. Optionen. Steuerung, genau. Dann muss ich mal kurz Steuerung. Warte mal, abbrechen. Nee, okay, lassen wir. Ach komm, ist mir jetzt zu kompliziert. Ich habe da keinen Bock drauf. Klappt schon. Ich krieg da schon hin. Ich darf einfach nur nicht mit den Tasten durcheinander kommen. Das war auch gut. Das war sehr gut. Ach ja. Wo bin ich? Nein, nein, oh Gott. Okay, ich habe das Gefühl, dieser Part könnte circa 5 Stunden lang werden, wenn das so weitergeht. Ja, aber der Part wird, glaube ich, echt relativ lang. Oh mein Gott. Ich meine, vor allem die Abschnitte werden ja eh immer länger. Deswegen, also ich habe jetzt mal gesagt, der Part sollte maximal 45 Minuten lang werden. Ja, das sollte so das Maximum sein. Und da muss ich übrigens hoch. Und da nicht runter. Verdammt nochmal. Ach Gott. Wo bin ich jetzt schon wieder? Da. Ja, ich erinnere mich.
ja, ich und mein Orientierungssinn, denke ich, vorhanden ist. Ne, man will sich ja nicht beschweren, ne? Vor allem, weil ich mich bei Dark Souls auch nicht beschwere, dass die Speicherpunkte zu weit auseinander sind. Und bei allen anderen Spielen komischerweise schon. Bei allen anderen. Bei Dark Souls ist es okay, bei allen anderen nicht. Nee, das ist erst auch meine Meinung. Dark Souls darf das einfach. Bei Dark Souls ist es einfach toll und darin geht man gerne 10.000 Mal durch dieselben Areale. Und ich komme die ganze Zeit durcheinander mit Shift und Steuerung. Weil wie gesagt, ich spiele jetzt gerade nicht immer mit Maus und Tastatur oder so, sondern mit Maus und so was anderem da, was komisch ist und so. So ein lustig Teil da halt, was ich irgendwo reden. Was ist reden? Reden ist unnötig, überbewertet und bla. So. Ja, wie gesagt, ich hatte da gerade irgendwann drüber geredet und hab's dann vergessen, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt mit Homeland weitergeht. Wahrscheinlich kommt heute wieder kein Part. Tut mir leid, dass heute momentan so wenig davon kommt, aber ja. Ja, ich würde gerne rauskommen. Danke. Also falls es wirklich niemals wieder mit Homeland weitergehen sollte, was ich bezweifle, also ich werde das schon irgendwie finden, das, da gehe ich einfach von aus. Aber wenn nicht, kommt natürlich ein anderes Ersatzprojekt. Also wahrscheinlich dann das Horrorspiel da, was ich spielen wollte und da, wie komme ich da überhaupt rüber? Wahrscheinlich ein Wallrun, ne, ja. Jedenfalls, dann kommt natürlich das Horrorspielprojekt wahrscheinlich als Ersatz und was zur Hölle. Oh Gott, das ist ein Stuhl, Alter. Das sah aus, wie das würde da irgendjemand stehen. Das ist schlimm. Schlimm. Wenn ihr irgendwelche anderen Wünsche noch habt, ich weiß nicht, ob ich spiele, kommt drauf an, ob es mir gefällt. Ich spiele keine Spiele, die mir nicht gefallen. Das ist, denke ich, logisch. Aber weil es mir gefällt und ihr einen guten Vorschlag habt, dann könnte ich das natürlich auch spielen. Aber wie gesagt, erstmal, ich gehe davon aus, dass es im Homeland weitergeht und... Aber natürlich selbst wenn nicht nach. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab etwas vereinfacht. Und mir sitzen außerdem noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Kopf liefern, weißt du? Ja, ja, es sieht natürlich gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar geben. Kein Problem. Jetzt bin ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinnig, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns dann. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Mein Körper wie dieser hält sich nicht von alleine. Frame-Einbrüche. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er... Waffe! Oh mein Gott, was ist hier los? An die Stelle erinnere... Ach, jetzt erinnere ich mich an die Stelle. Die Stelle mochte ich. Die Stelle mochte ich ziemlich gerne. Ich frage mich nur, wo ich lang muss. Ach ja, genau. Ja, die Stelle mochte ich wirklich. Muss ich hier überhaupt hin? Nee, ne? Ich muss noch weiter nach oben, glaube ich, oder? Ja, kann schon sein. Ja, dann benutzen wir halt einfach mal die Waffe, um irgendwelche Gläser, Scheiben kaputt zu schießen, anstatt irgendwas zu töten. Soll mir recht sein. Oh Gott. Ja. Um sie lang ist die Frage. Ja, ich habe gerade Frame-Einbrüche. Bis zum nächsten Part stelle ich auf jeden Fall die Grafikeinstellung mal ein bisschen runter, weil sonst geht das ja echt nicht. Oh Gott. Oh Gott. Okay, nein, falsche Taste. Oh Gott. Wie gesagt, ich verwechsel immer Shift und Steuerung. Das ist voll schlimm. So muss ich überhaupt lang. Gott!
Mach was ich will und nicht irgendwas anderes da. Da muss ich aber auch nicht lang. Hä? Nee, ernsthaft, sag mir, wo ich lang muss. Oh Gott, echt keine Ahnung. Ich habe echt gar... So also gar keine Ahnung habe ich gerade. Hä? Geht's da hinten noch weiter hoch? Nee, ne? Nee. Ich blick gerade echt nicht durch. Muss ich da lang? Oh Gott. Das schaffe ich doch nie. Nee, ich bin gerade zu verwirrt, glaube ich. Ich habe ja immer das Gefühl. Ich will rote Objekte, Leute. Gib mir meine roten Objekte zurück. Hä? Ach, kommt, Leute. Sag mir, wo ich hin muss. Ach so. Oh Gott, es ist so einfach. Normalerweise wird das hier rot. Und, boah, Leute. Lauf doch einfach da hoch, bitte. So. Ja. Ich bin Staatsfeind Nummer 1, was zur Hölle? Ich wusste gar nicht, dass ich so beliebt bin. Naja, meinetwegen. Aber wieso bin ich Startzeit Nummer 1? Was habe ich denn gemacht? Ich bin ein bisschen hin und her gelaufen und das war's. Und habe ein paar Leute umgekloppt, die mich töten wollten ohne Grund. Nee, also ernsthaft, ich weiß nicht, warum ich... Nee, ernsthaft, das meine ich jetzt ernst, ich weiß es nicht. Was habe ich denn bitte getan? So, wo lang? Und wahrscheinlich ein Wallrun hier rüber? Nee, hier lang geht's nicht, ne? Nö, hier sind noch Gegner drin. Auch gut. Ja. Leute, hört auf. Da lang. Ja. Und rüber. Und es laggt zu Tode. Ich habe nur 15 FPS. Das ist gerade richtig schlimm. Na, wie gesagt, im nächsten Part wird es dann wahrscheinlich besser, weil ich dann einfach mal alles ein bisschen runterstelle, aber das... Na, wird schon klappen. Oh Gott, ich glaube, ich sollte einfach vorbeirennen, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, das war ein bisschen zu spät, ich hätte schneller wegrennen müssen. Ja. Aber ich glaube, ich spawn hier wieder, ne? Ja. Perfekt. Ach, kommt. Ja, jetzt habe ich eh schon keine Chance mehr. Wirklich nicht. Ich habe jetzt echt keine Chance mehr. Leute, die kommen jetzt hier wahrscheinlich gleich und schießen mich wieder runter. Ja, ja, ich verstehe das schon. Ich glaube, der Ingame-Sound ist zu leise. Aber das habe ich... Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass irgendwas passt. Aber ist mir auch gerade egal. Wenn der Ingame-Sound euch wirklich zu leise ist, dann sagt mir Bescheid. Und ne, dann kann ich das auch anders einstellen. Das ist gar kein Problem. Und was zur Hölle war das? Warum sehe ich nichts? Ach du heilige Scheiße. Ja. Okay. Und diesmal springst du gefälligst da ordentlich. Das war nicht ordentlich. Nein. Ernsthaft. Das nein. Das. Warum ist ein Hubschraubler? Hubschraubler. Oder ein Helikopter. Ist mir auch egal. Jedenfalls, warum ist ein fliegendes Dings? So. Hä, warum sehe ich da immer nichts? Ist das eine Blendgranate oder was? Ich habe keine Ahnung. Aber sollte ich dann sogar nicht noch wesentlich länger nicht sehen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Naja, ich habe jedenfalls jetzt geschafft. Und darauf bin ich stolz. Alter, nee. Jetzt drück die richtige Taste und geh rein. Oder auch nicht. Ja. Ach ja, genau. Ich erinnere mich. Wo muss ich hin? Hoch oder runter? Runter. Shit, haben Sie verloren. Warum habt ihr sie verloren? Warum? Nein. Ich glaube, die waren da oben, ne? Ja, okay, dann. Interessiert mich das recht wenig. Drake,
Och nö. Oh Gott. Das ist jetzt nicht echt die Stelle, oder? Oh Gott, ich glaube, der Part wird wirklich fünf Stunden lang. Wenn es jetzt wirklich die Stelle ist, ich denke, dass sie es ist, aber das müsste die echt sein. Oh fuck, Leute. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh Gott. Ich wusste echt nicht, dass die Abschnitte so lang sind. Ich habe die viel kürzer alle in Erinnerung. Das ist jetzt richtig schlimm. Wahrscheinlich ist gleich meine Festplatte voll. Also jetzt gleich noch nicht, aber... Ich habe auch gerade keine Uhr, auf die ich gucken könnte. Ich mache gleich einfach irgendwann Schluss möglicherweise, aber... Naja, erstmal habe ich noch Zeit und... Wow. Na egal, wie gesagt, ich wollte erstmal 5 Minuten, klar. 45 Minuten mindestens auch, hatte ich mir Zeit genommen. Das ist eigentlich maximal, aber das ist eigentlich dasselbe. Ziemlich. Aber, ja, ich glaube, das haben wir eh noch nicht erreicht. Also von daher soll es jetzt erstmal recht sein, dass wir noch ein bisschen brauchen. Und ich sollte echt eine Uhr haben. wo lang? Hallo? Dann halt nicht! Also hier unten bin ich jedenfalls schon mal richtig. Ich weiß nicht, wo ich von hier aus lang soll. Nö, echt nicht. Ich muss nach da oben, glaube ich. Ach, ich muss... Nee, doch? Ja? Ich weiß es nicht. Oh Gott, Leute. Guck mir das doch nicht an, immer. Ach so, okay. Ist ja... Ist nicht schwer. Nee, echt nicht. So. Ist doch alles gar nicht so schwer. Ja, kämpfen tue ich gerne, glaube ich. Aber ich glaube es nur, ich bin mir nicht so sicher. Kommt doch noch drauf an, ob ich sterbe oder nicht. Aber wenn ich sterbe, dann mag ich das nicht so gerne. Bewegung, Bewegung! So, stirb. Bam, bam. Und bam. Und nimm die Waffe. Danke. Stirb. Sind noch mehr Gegner? Nee, oder? Nö. Meinetwegen. Also mag ich kämpfen. Ich bin nicht gestorben. Das ist sehr schön. Ich sterbe gerne nicht. Kann es sein, dass die Stelle doch nicht mehr kommt? Das diese Kräne da oben. Das müsste die Stelle jetzt sein. Aber der Abschnitt kann doch gar nicht so lang sein. Wenn das jetzt noch kommt, dann weiß ich auch nicht. Dann ist der Abschnitt, weiß ich, wie lang. Boah, das Spiel kommt mir so kurz. Ich hatte das Spiel so voll kurz in Erinnerung. Aber das ist gar nicht so kurz, habe ich das langsam das Gefühl. Gott. Okay. Meinetwegen. Naja, man will sich ja nicht beschweren darüber, dass ein Spiel zu kurz ist, nicht wahr? Vor allem nicht, wenn es einem gefällt. Aber ich habe es halt echt viel kürzer in Erinnerung. Naja. Meinetwegen. Ich lege auf jeden Fall bis zur nächsten Folge auch Shift und Steuerung um, damit das auch ein bisschen besser geht, weil sonst habe ich damit ein paar Probleme. Aber naja. Ich kann nicht mal springen im Fahrstuhl, das ist so toll. Wenn man ein Portal im Fahrstuhl springt, dann kann es passieren, dass man in der Decke rumbackt und den Spielstand neu laden muss. Und also, nicht einen Spielstand neu laden, packt man immer noch in der Decke rum, aber halt einen anderen Spielstand laden, ihr wisst schon, was ich meine. Weil man halt in der Decke rumpackt, weil man irgendwie in die Decke gesprungen ist, während man mit dem Fahrstuhl fährt und es dann auf einmal der Ladevorgang kommt und naja, ich weiß auch nicht wieso. Jedenfalls ist es mir schon voll noch passiert. Ja. Ernsthaft, warum sind diese Bäume alle weiß? Warum? Einfach warum? Ja, genau. Ich habe gerollt. Oder ich habe es jedenfalls versucht. Warum bin ich gerade so langsam? Ich will schneller sein. Renn! Da hoch!
Glaube ich. Hoffe ich. Ach so, ja. Och, Mann. Ja, okay, die Stelle kommt wirklich noch. Ach du Scheiße, warum ist der Abschnitt so lang? Aber vielleicht nehme ich auch gerade erst wieder eine Viertelstunde auf. Das kann auch sein. Dann ist der Abschnitt wahrscheinlich gar nicht so lang. Und was zur Hölle? Auch gut. Also ich finde, die sollten mal diese Gerüste für die Bauarbeiter ein bisschen mehr sichern. Weil das ist sonst echt gefährlich für die. Ich meine, das ist doch hier... Das überlebt doch keiner, hier ein bisschen rumzuklettern. Wir wollen hier ordentlich irgendwas bauen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja, das war auch gut. Ja, ja, mit diesem Abschnitt habe ich immer Probleme. Und vor allem weiß ich nie, wo ich lang muss, weil der Abschnitt total verwirrend ist. Und ich irgendwann meistens damit ende, dass ich die ganze Zeit im Kreis laufe. Ja, genau. Überlebe ich den Sprung? Ja, tue ich. Ja, und dann hier rüber jedenfalls schon mal. Das ist glaube ich, schon mal richtig. Aber da oben laufe ich dann immer im Kreis, ne? Ja, ja, irgendwie so. Genau, ich erinnere mich. Mal gucken, ob ich diesmal den richtigen Weg schnell finde. Weil ich denke, eigentlich ist es gar nicht mal so kompliziert, hier einen halbwegs vernünftigen Weg zu finden. Darunter. Da nicht lang. Da auch nicht lang. Ja, ja, da fängt's schon an. Jetzt fängt's schon an. Und Helikopter hat mich umgebracht. Naja. Ja. Genau. Aber man muss nämlich irgendwie da rüber. Nee, ich muss da, genau. Genau so war das. Aber man muss nämlich, wenn man hier ist. Ja, ist okay. Bitte bring mich nicht um. Danke. Hier rüber laufen. Und dann macht er kein Wallrun. Ach ja, das wird ein Spaß, das wird ein Spaß, das wird ein Spaß. Und jetzt zurück. Da kommt jetzt ein Gegner angelaufen, das weiß ich. Komm schon, flieg! Flieg und sieg! Danke. Ich hab's geschafft. Wow. Geht schnell. Halbwegs. Lande ich da irgendwo? Nö. Nö, tue ich nicht. Aber ich glaube, ich muss da trotzdem lang. Ich glaube, das war gar nicht mal so falsch. Oder doch? Nee, eigentlich ja nicht. Und jetzt. Komm schon, roll dich. Danke. Bam, bam. Hab ich eine Waffe. Gut. Sind noch Gegner. Noch mehr Gegner. Ich weiß es nicht. Anscheinend nicht. Meinetwegen. Okay, wo lang? Irgendwie muss ich hier jedenfalls hoch, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da. Von der anderen Seite. Okay, dann bin ich natürlich total unnötig im Kreis gelaufen mal wieder. Aber kennt man ja von mir. Und roll dich! Danke. Nicht ganz so viel danke. Wo spawn ich? Habe ich mir gedacht. Ja, und dann wieder dieses Rollen, wo man weiß ich wie viel Timing für braucht. Ich hasse Timing, ich bin total schlecht da drin. Die Waffe. Und bam. Bam. Boah, fick dich. Fick dich. Stirb. Danke. Ach ja.
kann man schon mit der Shotgun auf 10 mm Entfernung nicht treffen kann, denn dann weiß ich auch nicht mehr. Tut mir leid, aber naja. Ihr wisst ja, wie gut ich in sowas bin. Und zwar überhaupt nicht. Und jetzt wohin? Lass ein Kissen, okay. Und springen! Wow! Gut, fein. Und jetzt wo lang? Ne, da lang nicht. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, nee. Ich hab mir den ganzen Kaffee über die Tastatur gekippt. Hey, kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Das Loop ist zu Ende, ne? Ja, okay. Videosequenz! Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass ein Cop dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Interessiert nur Kate und ihr zuliebe, lasse ich sie gehen. Doch wenn sie noch meine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Ja, das war's dann wieder mit diesem Part. Wir sind beim nächsten Mal und ja, ich habe keine Ahnung, wie lange der Part ist. Wahrscheinlich ist er nur 5 Minuten lang oder so. Nein, natürlich nicht, aber ich denke, er ist gar nicht so lang, wie ich erwarte, dass er so lang ist. Das ergibt gar keinen Sinn grammatikalisch, aber ist mir gerade egal. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.